Herzlich willkommen zu einer Folge Karte auf dem Marsch. 4-4-fach 1.0. Wir fahren jetzt auf Feld Nummer 13 und werden dort Hopfen aussehen. Wir haben aktuell 1 und 2 Weizen und Gerste. Also 1 und 2. Die 2 und die 15 haben wir Gerste und Weizen. Auf 3 haben wir Mais gemacht, wo man Mais, wenn man jetzt gar nicht mal so sicher hat, überhaupt was wird, das ist einfach noch zu kalt dazu. Das heißt, ein bisschen Risiko, vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ja, ansonsten, wir flügen aktuell auf 18 und auf 12. Und die Aussaat mit Raps ist auf 1 und 14. Wir fahren jetzt auch Richtung Feld Nummer 13, wo aktuell noch gekalkt wird. Und dort werden wir gleich beginnen mit Hopfen aussehen. Hoffen wir, das Sack gut reicht. Wir hatten noch Frühling, ersten Tag, wir gehen mal auf 5. Und auf 1 gehabt, kurz. Deckung geht wieder. Noch ein bisschen warten, bis es entsprechend reagiert. Muss man noch Stecker ausstecken und einstecken, dann geht das irgendwann von alleine. Meistens aber erst beim zweiten Mal, weil beim ersten Mal keine Reaktion vom Lenkrad. Meine Nase ist immer leicht zu. Ab und zu krieg ich Husten. Nicht wundern. Ich will jetzt mal entschuldigen, dass ich ein bisschen laut bin dann. Kann ich nichts ändern. Aber dass die Tage vorbeigeht. Ist ja nicht mehr schön. Das sieht gar nicht weiß aus. Ach, da liegt schon. Da. Ah, da ist er ja schon. Eine Runde hat er erst gemacht. Die gibt's doch gar nicht. Man wird mehr kommen. Kalk hat er 70%. Ah, ja gut. Gut, dann wollen wir ein bisschen warten. Motor aus. Kontrolle. Was? Die 3. Die 2 müssen auch noch kalt, andere brauchen wir eine Wachstufe. Der arbeitet. Der auch. Hier muss auch gleich kalt rein. Ja. Hier ist er auch bei. Der arbeitet. Da auch. Gut, wenn das fertig ist, was machen wir für 12? Keine Ahnung. Soja, aber Soja ist auch noch so kalt. Irgendwas mit anderen Zeug. Aber da brauchen wir noch ein bisschen. Und wenn wir noch Nacharbeiten machen müssen, ist alles nicht so tragisch. 17 wird nicht uns. Nicht gehabt. Ich habe nicht die Reihenfolge aufgeschrieben, um zu sagen. Nein. Wälder haben wir noch gehabt. 2 Wälder am Sägewerk. BGH, Land haben wir auch gehabt. Aber BGH haben wir schon. 2 Wälder am Sägewerk. Zweimal. Oh, das. Oh, hat er geändert. Das ist jetzt größer geworden und kleiner. Vorher war das nur das kleinere Teil und dann das, ja, dann muss man halt so nehmen, ne? Denn die wollen das halt ja kaufen, aus rein technischen Gründen, wir brauchen das ja. Und dann werden wir hier das Sägewerk platzieren. Wir werden ab morgen, also ingeben morgen im Prinzip dann auch wieder ein bisschen Holz machen. Und was kostet das Feld? Nee, 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 nein, nein. Das lassen wir noch offen. Weil ich möchte erstmal sehen, dass wir das hinkriegen, dass wir immer die anderen Felder bearbeitet haben. Das haben wir noch nicht fertig.
haben keinen Tag noch frei, ne? Alle 2, 3, 4, 5 arbeiten. Das ist ein Ding. Das ist richtig ein Ding. Ich weiß noch nicht hin. Da auch nicht hin. Mischpfote! Ja. Das muss auch nicht voll sein. Wir müssen ja im Prinzip mehr sorgen dafür, dass wir daher genug da haben. Wir müssen sehen, dass wir entsprechend nachher später jetzt alles bekommen, was wir haben wollen. Ach, hier ist Bier. Schon wieder Party. Grillen. Immer zu Hause? Autos da. Aha. Kein Nummernschild. Nicht versichert. Aha. Okay. Bus. Kommt auch keiner. Hülsenfrucht. Kartoffeln. Brötchen. Kartoffeln, Hülsenfrucht? Nee. Wie geht's denn unseren Kühen? Wir werden mal eine Halle aufmachen, da können wir die Drescher reinfahren. Ach Mu. Drescher oder irgendwas anderes. Der LKW könnte da weg. Der Hexer könnte da rein. Der LKW kommt in der Halle rein. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Von hier gefahren gesehen. Oder ob uns das Ding hier im Weg steht. Die Werkstatt, zumindest das durchliegende Stromteil. Bisschen lang. Egal. Egal, Hexler, der Hexler kann nicht in die Garage rein. Wo ist er? Der kann in die Garage rein. Blocking. Fertig. Dann können die nicht mehr Kalk steuern, Bruder, wieder. So. In Ordnung. Bringen hier reinbringen. So. Da überlege ich mir auch, dass die zusammenbleiben. Weil das wäre ja Blödsinn, wenn wir jetzt mal losfahren wollen. Sind sie mal erst zum Leitwerk holen müssten. Also schön zusammenlassen. Ja, die hintere Halle ist etwas. Naja, gut. Ungünstig gebaut. Wenn das wohl war. Aber nie ausgemacht. Aber wie gesagt, mein Hof ist noch lange nicht fertig, da ist noch viel zu machen. Weil einige Sachen sind noch nicht ganz schlüssig. Das Gerät hier habe ich überhaupt nicht bedacht, was hier im Weg stehen könnte.
Aber das kann man ja notfalls auch verkaufen. Anders nicht stellen. So, aus. Ja, der Rest ist Hänger und Hänger und Hänger und Hänger. So, wer ist fertig? Fertig, das einer von da. Dann wurden die nächsten zu 12 von da. Werden wir mit 2 arbeiten. Da werden wir gleich voll machen. Und nacharbeiten. Ja, eine Stelle ist blank. Sieht mal wieder so aus. Ich werde mal hier versuchen. Umrüsten auf Breitreifen. Das müsste auch nicht reichen normalerweise. Ja, da es beides Raps ist, können wir gleich hier auch mal nacharbeiten, die Ecke. Ansonsten haben wir jetzt Pech. Da er vorher gruppert, ist hinterher gleich alles neu. Und dann haben wir jetzt auch fertig. Und dann schauen wir auf Feld Nummer 12, Verband arbeiten. Eine Stelle ist noch leer, aber das wird sich irgendwann ändern. Die Ecken sind ganz schön hier. Schlampig gearbeitet hier. Machen. So, Kaffee trinken noch, wenn es eher kalt wird. Oh. So, die Ecke noch. Das ist näher leichter, weil nachher haben wir ja, starten wir auch im Herbst. Man kann auch im Herbst auch sehen. Dann haben wir im Frühjahr nicht so viel. Sondern nur das, was wir nun im Frühjahr auch sehen müssen. Wie Mais und Soja und Zeug. Das andere kann man auch im Herbst auch sehen. Getreide zum Beispiel. Und Raps. Das muss man nicht zwangsläufig im Frühjahr machen. So, den werden wir umrüsten. Auf Breitreifen. Volltanken. Und Dünger reicht nicht mehr. Was werden wir dann machen? Was werden wir einsehen? Was können wir machen? Müssen wir schauen, was wir machen können. So, Kartoffel, Zuckerrüben, Pappeln, Ölrettich. Was wäre sinnvoll? Gras wäre mir zu viel. Da müssen wir jetzt viel pressen.
das haben wir schon, haben wir. Ja, Matrikale machen. Was soll's, haben wir da. Union, Dinkel, Hirse. Gerade. So, wir werden hier auf Breitreifen umsteigen. Ich denke mal, das ist besser. Vielleicht macht das sich mit Kursplänen ein bisschen leichter. Die schöne Halle. Aber alle wollten das erkennen, oder viele wollten das erkennen. Hier wollen wir Hallen kaufen. So. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich mit dem Traktor vorbeigehen. Und zwar Breitreihe und Gewichte. Wir brauchen kein Gewicht. So. Wir brauchen nur. Sag gut. Gewicht Hinterreifen braucht eigentlich nur Gewicht, wenn man vorne was machen will. Wenn man Lasten heben will, dann ist ein Gewicht vorne ganz gut. Und sonst ist es nur schlecht für den Acker, weil er einfach zu schwer ist. Ich glaube, das alle. Also typisch. X. Den rüsten wir auch auf Breitreifen, weil das dann besser ist. Ich meine, der hat keine Probleme gemacht. Objekt. Ja, dann muss Kram, ne? Ja. Ja, ey. Da werden wir gleich mal die Nacharbeiten durchführen. Weil das muss ja sowieso gemacht werden. Ja, die Endkurve kommt da nicht rum. Ja, man, geht mit Helfer genauso gut. Die Marsch ist ja helferfreundlich, sagen wir so. Rechteckige Felder. Bestimmt wegen der Gräben. Bei mir zu Hause sind keine Felder rechteckig. Irgendwo überall durch Natur eingeschränkt. Wie Feldinsel zum Beispiel, die sind, gibt's da auch. Ein Feld sind mindestens drei. Das war eine coole. Teich drinne. Im Frühjahr jedenfalls, wenn dann viel Regen gab. So, die Runde fahren noch.
Ecke machen wir nicht so genau. So, Pünktchen her. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal schüss und winke, winke. Ciao, ciao. Vielleicht sieht man sich in einer Woche wieder. Nee, eine Woche, morgen. Vielleicht sieht man sich morgen wieder, zur selben Zeit, zur selben Uhrzeit. Ciao, ciao. Tschüss. Und einen schönen Tag noch für Samstag.